los hin? Ich habe von dem Vorfall gehört, dass er nicht reingelassen wird. Ja, die Reichsleiter. Ach so, Sie sind ja ganz von dem ganzen Bereich hier. Ja, von dem ganzen, aber von dem und von denen zugehen. Genau, es geht ja darum, dass die T-Shirts und der Anhänger, ja, dass es halt ziemlich provokant ist hier auf dieser Veranstaltung. Ich habe da bestellt. Ja, glaub schon. Ich kenne die T-Shirts von Tim Kellner, ja? Genau, korrekt, ja. Ich glaube, sie schenkt ihn. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich hatte ich nämlich Geburtstag. Ach, herzlichen Glückwunsch. Wie alt sind Sie geworden? 62. Schön. Ja. Genau, aber geht da wirklich mit den T-Shirts, das geht die leider nicht. Kannst du ja ausziehen, dann gehe ich mit meinem BH. Das ist doch alles nicht mehr wahr. Was wollen Sie mal? Ja, natürlich, lass mal nicht. Ja, das. Sie sind da auch beschäftigt. Jüde? Sie sind da auch beschäftigt. Ja, genau. Bei der war ich heute. Bei der Firma. Bei der Firma, echt? Ja, wohl nicht. Aber warum müssen Sie sich einen dazu holen? Wir sind ja friedlich. Ich muss ja gar keinen dazu holen. Naja, weil er ja jetzt gekommen ist, so nach dem Motto, oh, wir sind gefährlich. Nein, ist keine Meinungsfreiheit mehr oder was? Ja, doch, man darf nicht mehr anziehen, was man will. Ist, aber, ich meine, aber, die Leute, aber wir wollen ja, dass es das ist ja keine politische Veranstaltung ist. Halt. Aber wieso ist, was ist denn daran eigentlich nicht politisch, wenn dann alle Mannschaften, jetzt mal wirklich, ich habe 14 Jahre politische Lehre. Also, wenn man das wirklich ein bisschen auseinanderklamüsert, ist es doch so, wenn jetzt die jede Mannschaft singt vorher ihre Nationalhymne. Ja, so, sind die jetzt alle rechtsextrem oder was? Nein, aber so wird es ja irgendwie, kommt man sich ja so vor. Nein, ich meine, das ist doch auch politisch für ihr Land, messen die sich auf sportlicher Ebene. Okay, aber bei der Olympiade. Okay, aber jetzt mal ehrlich, aber mit den T-Shirts wollen sie auch provozieren. Das ich habe sie geschenkt gekriegt. Also ja, aber wir wissen ja ganz genau, was mit diesen T-Shirts gemeint ist. Und das ist halt provokant. Sie können ja denken, was sie wollen, das ist ja gar kein Problem. Kann das ja jeder Jena übrigens, der das gesungen hat, nur mal so. Ja, und nur mal so, das waren die Erfinder, des Faschismus, die Italiener. Nur mal so. Ja, aber das, was uns jetzt hier passiert, das finde ich, das ist der Anfang von Faschismus. Nee, wieso denn? Ja. Wieso denn? Ja. Nein, wir wollen mit einfach nicht. Nein, wir wollen einfach nicht, dass es mit nur wegen einem T-Shirt jetzt da drin zu irgendwelchen Auseinandersetzungen. Die hat aber, wissen Sie, was, weswegen ich da jetzt nicht rein durfte? Die hat ja nicht wegen dem T-Shirt gesagt, wegen des T-Shirts. Ja. Die hat wegen dem Öffner, das ist ein Öffner. Ja, nee, das ist für, okay, für dann, Einkaufswagen. Ja, deswegen durfte ich da jetzt nicht rein. Nein, das ist ein Witz. Nein, das, okay, da gebe ich Ihnen recht. Ja, wegen, aber wegen Anhänger, das ist nicht richtig. Einen Moment bitte. Der darf nicht rein. Hallo? Ja, ich bin gerade im Gespräch, kann ich gleich zurückrufen? Oder? Ja, okay, bis gleich. Nein, mit dem können Sie da gerne hingehen, gar kein Problem. Mhm. Aber es geht ja wirklich um. Aber die sagt nee. Also hier sagt auch jeder was anderes. Ja, ja. So, das ist auch das, was mich jetzt aufregt von der Organisation. Öffner? Und der T-Shirt, der hat nein, der Öffner, das ist eine legitime demokratische Partei. Die eben, habe ich dir ja auch gesagt. Hat es in Ordnung? Hat sie gesagt, nee. Wir aber wissen mit, ja, was das für eine Partei ist. Und das finde ich diskriminierend. Ja, ja, okay. Kann ich bei einer Nachricht, ja. Aber mit den T-Shirts, das geht halt gar nicht. Bei den T-Shirts, das steht doch gar nicht drauf, die meisten Leute wissen noch. Also, schauen wir mit dir aus dem Mittel, ja. Ja, ich glaube, mittlerweile wissen die Deutschen, was damit gemeint ist. Das ist Sylt. Waren Sie schon mal auf Sylt? Sehr schön da. Selbst diejenigen, wo es ja gesagt wird, ah, ja, die machen sich darüber lustig und finden, die fühlen sich ja nicht mal diskriminiert. Ja, okay, aber der Inhalt, der war auch. Der Mann macht man so. Man hat da so einen Bumm. Ich bin Kühlpack-Flüsscher. Hier grüße ich euch. No, of course, you can not. In the park, you have to take the other way. Okay. You have to go through and then turn left, and at the next exit, you turn right again, and then we're in the park. Okay. Ja. Das war doch unser Start. War mal da heute, ja? Okay, gut. Mal so. Ich wollte mal wissen, was das für eine Firma ist, die einen hier diskriminiert. Gestern waren wir ja auch schon mal hier, mussten wir gehen. Aber da hatte ich gar nicht das T-Shirt an. Warum mussten Sie da gehen? Weil sie nicht reingelassen wurde. Sie hatte eine Fahne von den Holländern hier geschenkt. Auf diesem Gelände, in dem Gelände geschenkt. So eine kleine Fahne mit so einem kleinen Plastikding dran. Ja. Und ist rausgegangen, weil sie mich in Empfang nehmen wollte, nicht das bei uns hier gar nicht mehr sehen. Ja. So, deswegen hat sie da hinten vorm Eingang gestanden. So. Und ich war vorher mit der Fahne drauf. Ja, ich hier weiß, drin. Das ist manchmal ein bisschen. Und bei denselben, der hat doch zu mir gesagt, kommen Sie mal ein bisschen früher, wird heute voll. Er war total nett. Das war, als wenn er
verwandelt war, verhext war irgendwie. War ganz anders. Nee, es geht halt darum, dass diese Fahnen, das wird dann, da wird es erlaubt mit diesen Steckern, normal nicht. Das war jetzt, glaube ich, nicht der Mensch. Ja, also das sagen ganz, Sie so. Ja, das war ganz schön. Und das hart. Ist eigentlich, also wenn man irgendwie was durchsetzen will, ich meine, Gesetz ist Gesetz. Nicht? Da kann ich nicht sagen, von heute ist das Gesetz mal nur die Hälfte. Also es gibt ja auch nicht halb schwanger. Nicht? Ja. Ja. Und das ist eigentlich schon, was einen ja eigentlich ankotzt. Ja? So, der eine sagt so, der andere sagt so. Da sind wir hier eingekesselt worden sogar noch, weil wir den von der anderen Seite, der hat uns reingelassen. Aber das ist ja auch unser Land hier. Warum die machen über Kleinigkeiten so ein Bamborium? Über 2006 auch schon. Die betroffen hat hier mit diesem Blablabla, talala, Hauptsache, ich muss jetzt nicht aussprechen. So. Die haben sich so lustig drüber gemacht, die fanden das nur lustig. Die haben das ja nicht so ernst genommen. Wer hat ernst genommen, war unser dummer Staat. Der hat das ernst genommen. Ja, das ist eigentlich jetzt in der Grundsatzdebatte. Ich würde nur sagen, weil Sie können sehr gerne kommen, auch mit Ihrem Anhänger. Nur, aber sie sagt nicht, mit dem Anhänger komme ich nicht rein. Den sollte ich in meinen Beutel hier machen. Da habe ich gesagt, also, nee. Sie sagen, ja, ich entscheide das. Sonst ja, okay. Bin ich hier ein freier Mensch oder bin ich hier, wo bin ich hier eigentlich? Wenn das nächste Mal so ist, dann. Der andere ist aber auch einer mit der blauen Weste. Der Anhänger ist Punkt, dann. Und sie dann funken, Kollegen und dann. Weiß ja nicht, wie sie heißen. Ja, die sagen ja einfach nicht den Bereich. Ach, genau. Ja. Vielleicht komme ich ja Sonntag nochmal hier. Also jetzt dürfen wir hier gar nicht die Frauen. Das war übrigens die Frau, die uns auch eingekesselt hat. Gestern. Da durften haben wir nicht das Spiel. Sind wir hier rübergegangen. Ja. Sie hat geheult hier bei der Polizei. Ja. Das war wirklich direkt an die Polizei. Die Polizei hat gesagt, unglaublich. Also, die haben zu mir gesagt, beruhigen Sie sich mal. Also, ein Freund zu, dem habe ich das erzählt heute, was gestern hier passiert ist. Und der hat gesagt, ob die Leute hier eine Standung zu tun haben. Also solche von dieser Firma hier. Ja, so was. Mit uns Damen hier. Ist jetzt nicht so, dass sie hier im Blumenkleidchen hergekommen sind. Ne? Sie wissen ja ganz genau, was sie damit. Ja, aber Sie sind doch. Aber Sie wollen doch Kampf. Ist doch nicht. Nein. Ich finde das lustig. Nein. Ich habe sogar einen Klingelton jetzt damit. Ja, können Sie ja machen. So. Aber wen will ich damit provozieren? Das meint, es muss ja irgendwen geben dafür, den ich provozieren will. Davon, das ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn Sie von provozieren reden. Wen denn? Wen denn? Ja, aber es muss doch ein Gegenüber geben. Sonst ist es keine Provokation. Wen will ich damit provozieren? Sonst ist es keine Provokation. Da muss ja ein Gegenpart dazu sein, nicht? Also wie gesagt, ja, nächstes Mal ein Blumenkleidchen und dann. Nee. Und dann, ja? Ich kann doch das anziehen, was ich anziehe. Aber halt nicht auf der Veranstaltung. Das ist ja eine Veranstaltung mit klaren Vorgaben. Da darf auch keiner mit Ich bin ein Berliner. Ja, da darf auch keiner mit dem Antifa-T-Shirt auf. Ist genauso verboten. Katalanische Flagge, auch verboten. Palästina-Flagge, auch verboten. Manche Sachen geht einfach. Das ist es aber nicht, das ist Sylt. Aber Sachen, die jetzt politisch irgendwie. Was ist denn da dran politisch? Das ist ja. Das ist jetzt ja der Kernpunkt, dass man hier verblödet langsam. Man verblödet langsam. Das ist überhaupt. War hier schon mal irgendwie Sylt vor 20 Jahren oder was politisch oder so irgendwie gar nicht? Aber vor 20 Jahren hätten sie auch nicht Dödödödödödödö darauf geschrieben. Ja, aber was heißt denn Dödödödö? Ja, was heißt denn Dödödödö? Du müsstest auch immer weitermachen, ja? Ja, ich lasse arbeiten. Also, wir dürfen jetzt hier nicht durchgehen, ne? Wieder um zurückzukommen. Nein. Die Frau wird uns. Die Lünsche. Oder was, ja. Also wirklich. Ich bin dann jetzt. Danke schön.